Es ist mitten in der Nacht, ne? Jetzt müssen wir uns eigentlich wieder hinlegen können, weil die Spacken sind ja endlich weg. Mann, Mann, Mann. Fuck it, Mutti! Die haben mich entdeckt. Oh, hi Leute und willkommen zu The Forest. Oh. Wir stehen mal lieber hier nicht so rum, als wenn wir im Urlaub. So, Häschen ist natürlich jetzt verkohlt, vermute ich mal. Oh, das war nicht meine Absicht. Oh, ist wieder buggy, das hatten wir letztes Mal. Jetzt. Low Energy. Was, der Hase reicht nicht? Will der mich verarschen? Warum kriegen wir den auch noch? Ach, Scheiße. Hab doch nach unten geguckt. Fuck you. Jetzt müssen wir echt den zweiten Hasen da noch raufhauen, ne? Nicht schlecht. Keine Ahnung warum. Weil eigentlich sieht der doch, war das ein ganz schön großer Hase, finde ich. Ja, ist kacke. Wir haben hier nichts mehr zum Pflanzen. Guck mal, vielleicht haben wir ja doch schon wieder was gefunden. Was ist das hier alles? Achso, das können wir nur. Oh, das erkenne ich wieder nicht, weil ich habe eine andere Auflösung als sonst. Cambi. Was ist denn das für eine Kacke, oder? Man kann echt diese. Ich weiß nicht, ob man das einstellen kann. Moment, ich schau mal. Reflection Mode. Warum ist das aus? Ach, das stellen wir nächstes Mal an. Aber ich wollte ja eigentlich die Größe der Icons einstellen, also der Tooltip-Anzeige einstellen, aber es geht anscheinend nicht, weil ich finde hier nichts. Das ist ja egal. Draw Distance. Keine Ahnung, wir versuchen es mal. Das wollen wir nicht. Jetzt hängt man nochmal aus, Moment. Back. Continue. Oh. Ah, aber das war schon mal das Richtige. Wir müssen das einstellen. Okay. Continue. Wollen mich verscheißern? Achso, ich habe vergessen zu speichern. Aber das ging da doch gar nicht. Verwirrt hier. Draw Distance, genau. Ultra Low, würde ich sagen. Wie verscheißern jetzt? Ja, jetzt ist es total im Arsch, habe ich das Gefühl. Nee, ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Aber ist jetzt auch egal, weil ich weiß ja ungefähr, was ich machen muss. Ist ärgerlich, weil irgendwie spackt das hier rum. Na gut, mal den doofen Hasen, der müsste jetzt auch wieder verkohlt sein, prickelnd. Ich glaube, das bringt dann weniger Energy, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, warum der hat Hunger und Durst und keine Ahnung, was alles. Ich habe auch nichts zu essen. Dann packen wir den mal schlafen hier. Es wird natürlich Nacht sein, wir Glückspilze. Aber wie ihr sehen könnt, geht die Energie wieder hoch, aber wir können ja nachts eh nichts machen. Da flitzt er, der Perverse. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch sehen konntet, weil es ja reichlich dunkel und ich will jetzt auch nicht wirklich hier mit Taschenlampe winken, sonst reißt er uns den Arsch auf. Wo ist er jetzt hin? Ich versuche mal, mich wieder hinzulegen. Na, ich nehme auch. Oh. Wir schmeißen einfach den Stein irgendwo hin. Was blinkt denn da? Also sind alle diese Kackwurfsteine, oder? Scheiße, hat der mich wieder erschrocken. So, genau, wir legen uns wieder hin. Vielleicht wird ja ein Tag. Oder es kommt wieder ein komisches. Alter, warum kommt immer dieses gruselige Geräusch? Und diese Schreie, die machen ihn irre, ne? Und da ist einer, deswegen. Hat er uns entdeckt? Ich hoffe nicht. Der hat da irgendwas hingesetzt, oder? Jetzt bleibt der da ohne stehen. Junge, geh weg!
Ob das nicht einer von hinten kommt. Was machen die da? Da brennt doch was, oder? Also es wird ja immer gruseliger. Warum brennt da was? Ich weiß. Was ist das? Also, ein ganz mutiger Mensch würde jetzt wahrscheinlich hingehen, aber ich glaube, das war nicht so, oder? Da steht einer, der hat was auf dem Rücken. Das ist einer. Das wird ja immer gruseliger. Da steht doch einer, oder? Ja. Was hat der denn da auf dem Rücken? Warum, der starrt mich die ganze Zeit an? Ach, das sind zwei. Gut, dass ich nicht hingegangen bin. Also wir sind doch schlauer, als ich dachte. Alter Falter. Der kommt jetzt nicht wirklich hier lang, oder? Ob das hier einer von hinten hier angeschlichen kommt? Scheiße, hab echt die beschissenste Stelle. Und im LPT sagt noch die Mrs. Moonbeam, ach, das ist voll die bekackteste Stelle hier. Ja, is it. Und irgendwie ist hier wirklich, als wäre das hier... Oh, Großstadt. Ey, die werden ja auch immer größer, oder? Gehen die jetzt endlich mal? Also ich hab keine Kekse und keine Milch da für euch, Jungs, Mädels. Keine Ahnung. Da unten flitzt auch einer. Ey, das ist ja Action pur hier, ne? Was ist da hinten, das Dorf? Scheiße. Okay, jetzt hat er das Ding, was er eben auf dem Rücken hat, nicht mehr drauf, witzigerweise. Aber das brennt noch. Aber die gehen. Okay, super. Jetzt wird nämlich Tag. Anscheinend, oder? Nee. Pö. Soll ich gucken gehen, was die jetzt da gemacht haben? Ich gehe mal gucken. Wir gehen ganz langsam. Da ist nichts, oder? Irgendwie Grafikfehler heute massig. Guck mal, vielleicht hat sich jetzt wenigstens mein Tooltip. Jetzt ist er wieder, nee, hier ist normal und da ist zu klein. Verstehe ich nicht. Aber jetzt kann ich es ein bisschen lesen. Ich muss das mal gucken, warum das nicht einzustellen gilt, weil eigentlich war das das Richtige. Oh, fuck, Spinnen. Kann man die töten? Nee, natürlich nicht. Alter, ist hier ein Krach. Es ist mitten in der Nacht, ne? Jetzt müsste man uns eigentlich wieder hinlegen können, weil die Spacken sind ja endlich weg. Mann, Mann, Mann. Fuck it, Mutti! Die haben mich entdeckt. Fuck it! Jetzt haben die, glaube ich, mein Lager entdeckt. Ich weiß nicht, ob das ein Oberfuzzi von denen ist. Können wir denn die ein bisschen ablenken? Oh, ich weiß immer nicht, ob wenn ich schreie, wenn ich so schreie. Alter. Die mich entdeckt haben. Okay, einen Totenkopf haben wir schon, brauchen wir nicht. Ich glaube, ich verstecke mich jetzt hier unten. Weil wie man ja sehen konnte, haben die mein Lager entdeckt. Das ist voll scheiße. Was nun? Ich lasse mir jetzt mal jetzt wegklauen. Obwohl, ich habe ja eh nichts. Da war da was, oder? Wie kommen die denn plötzlich hier runter? Jetzt können wir wenigstens wieder hoch. So, das ist langsam nicht mehr witzig. Was ist das? Eine Falle, oder? Ich mach das kaputt. Stellt eure Scheiße woanders hin, ihr Blödmänner. So. Jetzt gucken wir mal, ob die irgendwas hier hingestellt haben. Die sind so schnell. Hm. Ich habe das Gefühl, als kommt die gleiche hoch, ihr hüpft. Soll ich mal gucken gehen? Wo sind die?
Ey, die waren doch eben noch hier unten. Da unten ist der eine. Und da ist der zweite. Alter, ich versuche mal, ob meiner jetzt schlafen gehen kann hier. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Bitte sei Tag. Nein. Solange... Da sind sie schon wieder. Jetzt bin ich nur noch kalt und nass prickeln. Dann kann ich ja mein Feuer. Ich mach der Scheiße mal hier weg, ey. Ach, die geht gar nicht weg, doch. I. Sieht aber komisch aus. Aber nichts Hilfreiches. Ach, das sind ja auch keine Hände. Ich dachte, das sind Hände. Jetzt stalzieren die da auch noch ein ganzes Schild lang. Ganz prickelnd. Kacke. Kann ich mich denn bücken? So. Genau. Das ist Stoff eigentlich, aber ich kann das irgendwie nicht einsammeln. Entweder habe ich schon zu viel, ich weiß nicht. Ob, nee. Ach, ich bin doch gerade noch am Verhungern und dann, keine Ahnung, alles. Scheiße, Alter. Wir haben echt nichts mehr zu essen, so eine Kacke. Shit, jetzt ist der Stoff weg, wa? Jetzt ist alles, was ich im Zerdeppert habe, weg. Ist ja auch doof. Hm. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt Essen herkriegen soll. Alter. Aber da unten ist ja auch nichts. Das ist ja nicht... Ich baue jetzt, glaube ich, mal so eine doofe Hasenfalle im Wald. Irgendwo, aber in der Nacht, wenn die hier rumrennen, ist das scheiße. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, ob wenn ich hier mitten im Wald das Ding sitze, nachher finde ich das bloß wieder nicht. Kacke, ich sehe gerade gar nichts, ey. So, genau, wir bauen jetzt mal so eine blöde Hasenfalle oder so, keine Ahnung. Na? Fallen. Ich höre doch da was. Habt ihr es auch gehört? Ihr habt es doch auch gehört, oder? Oder also diese Kack... Diese Kackvögel. Wahrscheinlich braucht es mal schnell auf. Ach, so viel haben wir gar nicht. So eine Kacke aber auch. Na super, vorhin haben wir erst so einen Baum gefällt. Müssen wir doch das Licht anmachen. Mit so doofen Stöckern. Jetzt brauchen wir nämlich so eine Kackstöcker, massig. Die Stelle ist, die findet man ja nie wieder hier. Und Blätter wahrscheinlich. Und Stöcker, cool. Okay, einer. Stöcker war ein bisschen übertrieben. Alter Falter, echt jetzt? Das ist wieder ein großer Baum, glaube ich. Weiß ich jetzt gar nicht. Kann man dich kaputt machen? Nee, kann man nicht. Kann man dich kaputt machen? Huch. Oh Gott, Alter! Oh, genau, schon kaputt machen. Das war wahrscheinlich Blätter bis zum Umfallen. Das war doch weiter weg, oder? Na egal. Ich mag sowas gar nicht. Trau mich nicht mal die Taschenlampe rauszuholen. Oder dieser Kackstein. Oh, mein Magen ist jetzt komplett leer. Das
erstmal total scheiße, weil ich habe keine Ahnung, was wir futtern können. Vor allem, wenn er Hunger hat, wird ihm auch kalt. Huch. Oh, Mutti, da ist dieser Drecksviech wieder. Ja, warum rennt er jetzt neuerdings hier dann entlang, du dumme Sau, du? Das Kackfeuer ist auch ausgegangen.